Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Glitch Video. Ja, Leute, das Format mit den Glitches, Mario Odyssey Glitches, darf hier nicht aussterben. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich auf jeden Fall wenigstens einmal pro Woche noch einen neuen Glitch, den ihr noch nicht kennt. Zeige ihn euch, kleines Tutorial, wie er geht. Und diesmal habe ich wirklich einen kleinen, lustigen Glitch. Der lustigste Glitch überhaupt mit Yoshi. Es gibt ja wenig Glitches mit Yoshi und das ist einer davon. Und der ist ziemlich lustig, aber auch nicht so einfach, Leute. Also ich habe ihn bis jetzt nur einmal geschafft. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde erst die ganze Zeit probiert. Und das ist wirklich jetzt ein kurzes Video, weil ich jetzt an diesem Osterwochenende auch richtig wenig Zeit leider habe, Leute. Aber ich habe gedacht, komm, ich hau noch eins raus für euch. Und zwar müsst ihr dafür erstmal natürlich ins Mushroom Kingdom. Und natürlich euch den Yoshi erstmal von oben holen. Wenn ihr ihn habt, dann geht ihr zu einer Stelle, wo ein kleiner Hügel ist. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe das hier gemacht. Und was ihr jetzt letztendlich machen könnt, ist einfach die Zunge an der Hügelseite irgendwie zum Festkleben bringen, Leute. Das ist ziemlich schwer. Wenn man zweimal Y drückt, dann kriegt man ja so einen kleinen Dash mit Yoshi. Dann kann man nur so nach vorne dashen, weil er mit der Zunge sich so ein bisschen nach vorne zieht. Aber wir wollen, dass die Zunge dort kleben bleibt. Und dafür müssen wir einfach Y gedrückt halten, während wir einen Berg hochlaufen, und ich zeige euch genau, wie ihr das macht. Also ich habe es immer so gemacht, ich bin diesen Berg hochgegangen, habe Y gedrückt gehalten und habe so versucht, wieder zurückzugehen, dass man sozusagen die Zunge nach vorne auswirft, aber dann wieder in die andere Richtung geht. Und wenn es dann irgendwann klappt und die Zunge kleben bleibt, wird natürlich Yoshi zurückgezogen und dann ist das ein Kreislauf im wahrsten Sinne des Wortes. Yoshi dreht sich wie ein Bekloppter im Affenzahn mit so einer Geschwindigkeit um die Zunge rum und man kann auch nicht anhalten. Er dreht sich die ganze Zeit weiter. Es sieht wirklich ziemlich lustig aus und man denkt wirklich, Yoshi hebt gleich ab wie so ein Helikopter. Und wie gesagt, ich habe es nur einmal geschafft, dass er diese lustige Bewegung macht. Und das ist wirklich ein kleiner Glitch. Er ist unnötig, aber er ist lustig anzusehen. Und ich dachte mal, vielleicht mal ein bisschen was Lustigeres, anstatt jetzt irgendwie der nächste Out-of-Bounds-Glitch, wo man einfach nur durch die Wand backt. Ist das vielleicht ein bisschen lustiger? Ihr könnt es ja mal nachmachen und mir das Ganze auf Twitter schicken. Ich habe es, wie gesagt, nur einmal geschafft, leider. Ansonsten schickt mir noch neue Glitches, die ich noch nicht kenne. Ich werde sie hundertprozentig dann in einem Video hier vorstellen, wenn sie interessant sind und sich lohnen. Es gibt zum Beispiel einen Glitch, Leute, und da stelle ich euch jetzt mal die Challenge. Es gibt einen Glitch im Lunchin Kingdom und auch in anderen Königreichen, wie Mario Cappy verlieren kann, beziehungsweise wie Cappy unsichtbar werden kann. Wenn ihr das schafft, schickt es mir auf Twitter. Ich will es unbedingt in der Videoform hier nochmal auf dem Kanal hochladen und es euch in der Tutorial mal richtig zeigen. Ich weiß nur nicht, ob es noch möglich ist. Vor dem Luigi's Balloon World Update war es noch möglich. Deswegen schreibt mal mir auf Twitter, ob es noch möglich ist mit einem kleinen Videobeweis. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.